Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur diesjährigen Wirtschaftspressekonferenz des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Mein Name ist Thomas Koch, ich bin der Pressesprecher des Börsenvereins und freue mich, dass Sie heute hier sind. Ich begrüße Sie hier im Haus des Buches in Frankfurt am Main und das wollte ich immer schon mal sagen, alle Zuschauerinnen und Zuschauer an den angeschlossenen Geräten zu Hause. Denn wir übertragen diese Veranstaltung zum ersten Mal im Livestream und deswegen heiße ich auch alle willkommen, die uns von unterwegs, vom Büro oder von zu Hause aus sehen. Schön, dass Sie auch eingeschaltet haben. Ich darf Ihnen zunächst das Podium heute vorstellen. Von Ihnen aus gesehen, eigentlich in der Mitte, Heinrich Riedmüller, Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und Geschäftsführer der Osianderschen Buchhandlung. Von Ihnen aus gesehen rechts außen Matthias Heinrich, er ist Vorstandsmitglied und Schatzmeister des Börsenvereins und hauptberuflich Geschäftsführer der Brockhaus Kommissionsgeschäft GmbH. Und neben mir Alexander Skipis, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins. Herr Riedmüller und Herr Heinrich geben heute übrigens ihre Derniere, denn ihre Posten werden von der Hauptversammlung des Börsenvereins in diesem Jahr neu gewählt. Schön, dass wir Sie heute noch einmal hier haben können. Zurück zu den Lesern und ich ergänze Leserinnen. So haben wir unsere Pressekonferenz überschrieben. Damit beschreiben wir eine Bewegung, die so vor anderthalb, zwei Jahren in der Branche begann und vor einem Jahr dann auch richtig Fahrt aufnahm. Damals haben wir nämlich unsere große Käuferstudie Buchkäufer Quo Vadis vorgestellt und haben untersucht, sehr detailliert, warum Menschen heute weniger Bücher kaufen, was ihre Beweggründe sind und was auch ihre Bedürfnisse sind. Diese Studie hat die Branche kräftig aufgerüttelt, im positiven Sinne. Es gibt eigentlich keinen Verlag und keine Buchhandlung und auch kein Medium, das sich in den letzten 12 Monaten nicht mit dieser Studie beschäftigt hat. Wie sieht es jetzt heute, ein Jahr später, aus? Was hat die Studie bewirkt? Wohin ist die Branche gegangen? Wie sieht der Buchmarkt aus? Diese Fragen möchten wir heute beantworten. Bevor wir starten, noch ein paar Hinweise. Sie hier im Raum haben eine Pressemappe mit allen wichtigen Zahlen und Fakten bekommen. Alle, die den Livestream verfolgen, können nach der Pressekonferenz, so gegen 11:30, die Unterlagen online abrufen unter der Adresse www.börsenverein.de/buchmarkt2018. Und wer sich in den Sommerferien vertieft mit dem Buchmarkt beschäftigen möchte, darf auch wieder unser Zahlenwerk Buch und Buchhandel in Zahlen sich besorgen. Das gibt es ab August im Buchhandel und Medienvertreter können gerne bei uns ein Presseexemplar bekommen. So, dann starten wir jetzt aber in die Zahlen. Herr Skipis, die Studie Buchkäufer Quo Vadis hat heute Geburtstag. Sie wird nämlich ein Jahr alt. Was ist in den letzten 12 Monaten passiert? Haben wir Grund zu feiern? Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir haben Grund zu feiern, in der Tat. Und diese Wirtschaftspressekonferenz ist eine Wirtschaftspressekonferenz, die nicht so ist wie die letzten Wirtschaftspressekonferenzen. Nicht nur, weil wir hier in einem anderen Raum sind, sondern weil wir auf ein Buchjahr zurückblicken, das ein anderes Buchjahr geworden ist. Und das hat etwas mit unserer Studie zu tun. Die Studie Quo Vadis hat einen hohen Erkenntnisgewinn in der Branche gebracht. Und dieser Erkenntnisgewinn bedeutet, dass wir, man kann es vielleicht plakativ sagen, verstanden haben, was der gesellschaftliche Wandel in den letzten Jahren eigentlich bewirkt hat und wie wir uns darauf einstellen müssen. Und das ist ganz erheblich. Wir haben mit dieser Studie Quo Vadis im Grunde genommen 3 entscheidende Erkenntnisse gewonnen. Die erste Erkenntnis war, die Menschen lieben das Buch. Die zweite Erkenntnis war, durch die Digitalisierung und vor allen Dingen die Beschäftigung mit den sozialen Medien kommen sie immer weniger zum Buch. Und die dritte für uns ganz erhebliche Erkenntnis war, wir sind nicht mehr bei unseren Buchkäuferinnen und Buchkäufern, wir sind nicht mehr bei unseren Leserinnen und Lesern. Und das hat etwas damit zu tun, wie sich die Gesellschaft verändert hat. Wir müssen verstehen, dass sich diese Menschen, das klingt banal, aber woanders aufhalten als früher, nämlich im Netz. Wir müssen zu ihnen ins Netz und wir müssen ihnen aber auch hochkomfortable und leistungsfähige Orientierungssysteme bieten, damit sie wieder zu Büchern finden können. Und
Wir müssen darauf hinweisen, dass das Buchlesen nach wie vor eine wunderbare Alternative zu anderen Medienmöglichkeiten ist. Und das unter dem Gesichtspunkt, die Glut entfachen. Das heißt, wir müssen diese Glut, diese Liebe und die Sehnsucht zum Buch wieder in das Bewusstsein so rücken, dass das Feuer, um in dieser Bildsprache bleibt, auch zu brennen beginnt. Und wir haben mit dieser Studie im letzten Jahr dann auch zahlreiche nicht mehr so viel kaufende oder abwandernde Buchkäuferinnen und Buchkäufer interviewt und dabei festgestellt und gefragt, was wünscht ihr euch eigentlich? Was könnte denn anders sein? Und da gab es erhebliche interessante Erkenntnisse. Die wurden zwar ein bisschen in dem letzten Jahr belächelt, wie zum Beispiel Yoga in der Buchhandlung etc., aber was passiert ist im letzten Jahr war, dass die Buchhandlungen, aber auch die Verlage begonnen haben, sich genau damit zu beschäftigen und sich zu fragen, was können wir denn jetzt eigentlich tun? Und da haben sie vieles aus der Studie aufgegriffen, eigene Ideen entwickelt. Und das führte letztendlich dazu, und das ist die Freude über das letzte Buchjahr, das führte letztendlich dazu, dass offensichtlich die Glut wieder begonnen hat zu lodern. Das heißt, die Menschen haben wieder zu dem Buch gefunden. Wir haben seit 2012 im letzten Jahr erstmalig wieder 300.000 neue Buchkäuferinnen und Buchkäufer hinzugewinnen können. Und das ist ein ganz erheblicher Teil, der schon im letzten Jahr 2018 passiert ist. Und in diesem Jahr hat sich dann etwas weiter Erfreuliches getan, nämlich wir haben in den ersten 5 Monaten bis Ende Mai ein Umsatzwachstum von 4,1% erzielen können und wir haben ein Absatzwachstum von 1,7% erzielen können. Das ist für den Buchmarkt und für diese Monate schon eine kleine Sensation. Sie sehen hier auf dem Schaubild die Steigerung der Buchkäuferzahlen und wenn ich das nächste Bild anmache, dann sehen wir hier vor allen Dingen eine interessante Entwicklung, gerade in den Bereichen, wo wir in der Vergangenheit viel verloren haben. Also bei den 20- bis 29-Jährigen und den 30- bis 39-Jährigen haben wir erhebliche zweistellige prozentuale Zuwächse erzielen können. Und das zeigt uns und das ermuntert uns dazu, von einem Wendepunkt zu sprechen. Wir reden nicht von einer Trendwende, sondern wir reden von einem Wendepunkt, der im letzten Jahr mit dieser Studie eingeleitet worden ist und wir mit dieser Studie eben erreicht haben, dass ganz offensichtlich etwas sich am Buchmarkt tut. Eine Trendwende, davon wollen wir noch nicht sprechen, weil das noch zu jung ist und zu frisch. Aber wir gehen davon aus, dass mit den Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen werden, zusätzlich noch einiges erreichen werden können. Das ist noch ein Schaubild über die Umsätze der Buchbranche. Sie sehen, dass sie in den letzten 10 Jahren relativ stabil, sogar mit einem kleinen Wachstum versehen ist und wir jetzt eben eine Steigerung von 4,1% haben. Das könnten wir überspringen. Entschuldigung. Das waren noch mal die Zahlen vom Wachstum, Umsatz und Absatz. Was wir jetzt tun, ist, wir haben gesehen, dass die Branche individuell, also die einzelnen Marktteilnehmern, sich erheblich dafür ins Zeug gelegt haben, neue Wege zu dem Kunden zu finden, ihre Buchhandlungen neu zu gestalten, ihre Verlagsprodukte neu zu sortieren und zu gestalten. Und wir machen jetzt gemeinsam unter der Schirmherrschaft sozusagen des Börsenvereins in 2 Taskforces Folgendes. Wir wollen auf der einen Seite den Menschen ein modernes und sinnhaftes Orientierungssystem bieten. Unser Warenwirtschaftssystem ist völlig ungeeignet, Menschen die Lust am Lesen zu bereiten und vor allen Dingen ihnen zu ermöglichen, zu dem Buch zu finden, das sie haben wollen. Dieses neue Orientierungssystem wird sich viel mehr auch mit den Gefühlen der Menschen beschäftigen und mit den Interessen, die sie haben. An diesem Orientierungssystem arbeiten wir. Und wir arbeiten in einer anderen Taskforce an einer Entwicklung unserer Branchenkampagne Jetzt ein Buch. Wir möchten gerne diese Kampagne auch auf die Erkenntnisse von Quo Vadis einstellen und da, wie ich vorhin schon sagte, die Glut des Lesens wieder entfachen, das heißt die latente Lust der Menschen am Buch, den Genuss am Buch wieder ins Bewusstsein rücken und die Menschen dazu ermuntern, das zu tun.
Wir haben für dieses Jahr uns noch einiges andere vorgenommen. Ich zitiere das jetzt mal hier aus der Präsentation. Wir möchten gerne das Thema leistungsstarke Branchenlogistik erhalten. Sie wissen, dass durch die Insolvenz eines großen Logistikers der Branche KNV Schwierigkeiten entstanden sind. Noch arbeitet das Branchenlogistiksystem weiterhin vorbildlich. Wir haben ja, wie Sie wissen, eine Übernachtlieferung. Das heißt, jedes Buch, was Sie bestellen, bekommen Sie über Nacht in der Buchhandlung. Das soll auch in Zukunft so bleiben. Und wir sind sehr optimistisch, dass wir auch in den Gesprächen mit dem Insolvenzverwalter das bei KNV mit erreichen werden. Wir werden in diesem Jahr, so gehen wir davon aus, die Verlegerbeteiligung an der Ausschüttung der VG Wort, also der Verwertungsgesellschaften erreichen. Sie wissen, auf europäischer Ebene ist die Ermächtigungsgrundlage dazu geschaffen worden. Jetzt muss noch die nationale Regelung kommen. Da gehen wir davon aus, dass das in diesem Jahr auch stattfinden wird. Und wir werden uns auch darum kümmern, weiterhin um das Thema Meinungsfreiheit und Debattenkultur. Das ist für unsere Branche ein ganz geradezu essentieller Punkt. Die Meinungsfreiheit und die Publikationsfreiheit ist die Conditio sine qua non unseres Schaffens. Und wir werden jetzt mit dem Deutschen Sachbuchpreis, den wir vor einem Monat jetzt in einer Presseerklärung und einer Pressekonferenz vorgestellt haben, im nächsten Jahr das erste Mal verleihen. Und daran hängt nicht nur die Prämierung des Sachbuches des Jahres, sondern daran hängt auch eine Förderung der Debattenkultur. Wir möchten gerne mit diesem Sachbuchpreis vor allen Dingen über unsere Buchhandlungen die Debattenkultur in Deutschland verbessern und über wichtige Themen, die diese Gesellschaft bewegen, auch diskutieren. Und da wir mit diesen Buchhandlungen praktisch in jeder Kapillare unseres Landes eine Möglichkeit, sozusagen einen dritten Raum haben, in dem solche Diskussionen stattfinden wollen, möchten wir das gerne über den Sachbuchpreis und die Themen, die dieser Sachbuchpreis transportiert, dann tun. So viel zu einem ersten Überblick über den Markt. Vielen Dank, Herr Skipis. Dann steigen wir jetzt näher in die Marktzahlen 2018 ein. Herr Riedmüller, wo wurden im vergangenen Jahr denn die Bücher gekauft? Was hat sich besonders gut verkauft? Und wie sieht es mit den Neuerscheinungen aus, die die Verlage auf den Markt gebracht haben? Ja, kommen wir zu den Marktzahlen 2018. Sie sehen auf diesem Kuchen, den Sie ja schon öfters gesehen haben, die drei relevanten Vertriebswege, die eine besondere Rolle spielen. Immer noch wird beinahe jedes zweite Buch im Sortimentsbuchhandel eingekauft. Das Verlagsdirektgeschäft ist sehr wichtig und der Internetbuchhandel ist sehr wichtig. Der Sortimentsbuchhandel macht immerhin 4,27 Milliarden Euro, hat leicht verloren im letzten Jahr. Der Internetbuchhandel, das überrascht nicht, ist immer noch im Steigen begriffen. Da spielen auch die Zahlen des Sortimentsbuchhandels mit rein, also die Internetumsätze, die die stationären Buchhandlungen machen. Dieser Markt ist um etwa 4% gestiegen. Das zeigt eben auch, dass sich immer mehr Buchhandlungen sowohl online vernetzen, wie auch stationär tätig sind. Dieses Click and Collect spielt im Buchhandel eine wachsende Bedeutung. Und das Verlagsdirektgeschäft, das deutlich über 20% liegt, ist im letzten Jahr leicht zurückgegangen. Die anderen Verkaufsstellen, Vertriebswege sind eigentlich nicht so wahnsinnig interessant und spielen nur marginal eine Rolle. Wenn man sich die Warengruppen anschaut, welche Bücher werden denn tatsächlich vor allem gekauft, sieht man, dass die Belletristik natürlich die größte Warengruppe, die bedeutendste Warengruppe ist, neben dem Kinderbuch. Die Belletristik hat im letzten Jahr leicht verloren. Diese Warengruppe ist natürlich auch immer relativ starken Schwankungen unterlegen, weil da Bestseller eine große Rolle spielen. Und im letzten Jahr gab es jetzt nicht so die großen Mega-Bestseller. Wir Buchhändler sind sehr froh darüber, dass Kinder- und Jugendbuch weiterhin steigende Zahlen aufweist. Das ist immerhin ja auch eine Investition in neue Leser. Und was eben auch interessant ist, ist, dass der Sachbuchbereich mit 5,5% am deutlichsten gewachsen ist.
Da sieht man das, was Herr Skibis jetzt auch gerade gesagt hat, dass der Buchhandel eben eine wachsende Bedeutung hat, auch in der Debattenkultur. Durch Bücher werden Debatten auch befeuert und vorangetrieben. Und diese deutliche Zunahme mit 5,5% spricht da natürlich auch dafür. Deswegen hat der Börsenverein ja auch den Deutschen Sachbuchpreis auf den Weg gegeben, der dann nächstes Jahr bei den Buchtagen im Jahr 2020 erstmalig vergeben wird. Die Titelproduktion der Erstauflagen, kann man sagen, mit deutlich über 70.000 spielt sich auf einem sehr hohen Niveau ab. Der Markt zeigt hier seine Vielfältigkeit. Es werden tatsächlich über 70.000 Bücher jedes Jahr neu veröffentlicht und Deutschland ist damit ganz vorne im weltweiten Vergleich. Dass es einen leichten Rückgang gegeben hat, ist sicherlich der Tatsache geschuldet, dass die Verlage genau hinschauen und sich doch noch deutlicher auf ihre Zielgruppen fokussieren und auch genau wissen, dass wenn Bücher nicht verkauft werden können, es natürlich nur Kosten verursacht. Also statt immer mehr Titel zu produzieren, wählen Verlage mittlerweile genauer aus, können zielgerichteter und zielgruppengerichteter ihre Bücher an den Markt bringen. Deswegen ist dieser leichte Rückgang so zu verzeichnen. Die Übersetzungen ins Deutsche, auch das ist eigentlich eine sehr imponierende Zahl, 9.800 Übersetzungen gibt es ins Deutsche und das ist eigentlich eine ganz stabile Entwicklung. Die wichtigsten Ausgangssprachen bleiben hier Englisch, Französisch und auch Japanisch. Der Lizenzverkauf ins Ausland, der ist stabil auf sehr hohem Niveau. Hier haben vor allem Kinder- und Jugendbücher eine große Bedeutung und vor allem ganz viele Bücher werden ins Chinesische übersetzt. Das ist wohl der Markt, der für die deutschen Verlage mit am interessantesten ist. Ja, vielen Dank, Herr Riedmüller. Dann beschäftigen wir uns nochmal mit dem E-Book. Das hatte 2018 ein starkes Jahr, oder Herr Heinrich? Ja, man kann mit Sicherheit feststellen, dass das E-Book sich etabliert hat und seinen Markt gefunden und den auch immer weiterentwickelt, beziehungsweise die Leser diesen Markt für dieses Medium weiterentwickeln. Wenn man sich die Zahlen anschaut, dann sieht man, dass im Jahr 2018 der Anteil der verkauften oder der Umsatzanteil der E-Books auf 5% angestiegen ist. Sie sehen von 2010 auf 2013 einen schon fast exponentiellen Verlauf der Kurve, weil damals der Hype stattgefunden hat, das Medium war neu. Danach schwächten sich die Steigerungsraten ab. In den letzten Jahren stagnierten sie sogar bei 4,6%. Und jetzt haben wir von 2017 auf 2018 einen Anstieg verzeichnet um fast 10% auf 5% Marktanteil. Das zeigt sich auch ganz klar in den Absatzzahlen. Auch da sehen Sie diese Entwicklung in den frühen Jahren des E-Books als von einer geringen Basis eine sehr große Steigerung der Absatzzahlen erreicht werden konnte. Diese Steigerung der Absatzzahl schwächte sich in den letzten Jahren immer mehr ab. In diesem Jahr, beziehungsweise von 2017 auf 2018, gab es einen Anstieg um fast 13%. Was man schon als relativ hoch bezeichnen kann. Demgegenüber ist der Durchschnittspreis der E-Books deutlich zurückgegangen, zumindest in den ersten Jahren spürbar. Inzwischen ist immer etwas marginaler. Aktuell von 2017 auf 2018 ging der Preis zurück von 6,38 auf 6,19 Euro pro Stück. Jetzt ließe sich annehmen, dass da möglicherweise die vielen Self-Publisher hier mit Niedrigpreisprodukten eine Rolle gespielt haben. Dem ist aber nicht so, weil auch die hochpreisigeren Verlagsproduktionen im E-Book-Bereich zugelegt haben. Die Reichweite der Käufer, die Anzahl der
Käufer hat sich ebenfalls im letzten Jahr positiv entwickelt. In den vergangenen Jahren war es so, dass die Anzahl der E-Book-Käufer analog den Zahlen bei den Verkäufen sich stark nach oben bewegt hat von 2010 bis 2014. Danach gingen sie partiell sogar zurück bis auf 3,5%. Jetzt hat sich bei der Käuferzahl eine Erholung eingestellt. Die Käuferzahl stieg um 1,8% auf 3,6 Millionen Käufer im Jahr 2018. Damit hat sich auch die Anzahl oder der Anteil der E-Book-Käufer an der Gesamtbevölkerung wieder leicht erhöht. Der beträgt jetzt 5,3%. Der meandert in den letzten Jahren immer zwischen 6 und 5%. Jetzt hat er sich wieder etwas gefangen von 5,2 auf 5,3%. Und wir gehen davon aus, dass das auch der Wendepunkt war 2017, sodass wir im nächsten Jahr vielleicht auch wieder von 5,6 oder 5,7% Anteil von E-Book-Käufern sprechen können. Ganz auffällig oder relativ spürbar stellt man fest, dass wenn der Käufer von dem Medium oder von der Darreichungsform E-Book überzeugt ist, dann kauft er gerne auch mehr für sein Lesegerät. Die Anzahl der gekauften E-Books im Jahr pro Käufer ist von 2010 auf 2018 von 2,8 auf 9,2 Exemplare gestiegen. Im letzten Jahr hat praktisch jeder noch mal ein Buch mehr als E-Book gekauft wie in den Jahren zuvor. Da ist für uns aus unserer Wahrnehmung festzustellen, dass sich langsam aber sicher die tatsächlich attraktiven Lesegeräte herauskristallisieren und dass mit der Festlegung auf ein Lesegerät eben auch der Einkauf der Produkte gerne zunimmt. Besonders erfreulich ist es, dass sich der brancheneigene, im Sortimentsbuchhandel entwickelte Tolino absolut als Produkt, als Lesegerät etabliert hat und dass eben mit wenig Lesegeräten, Sie können sich sicher an die Videoentwicklung erinnern, wenn man sich mal auf ein Gerät festgelegt hat, dann bleibt man da noch hängen. Und so ist es eben auch bei dem Tolino, der sich sehr erfolgreich durchgesetzt hat. Und wir freuen uns sehr, dass die Leser inzwischen mehrere Exemplare auf ihr Gerät laden und vielleicht sind es ja nächstes Jahr sogar 10 pro Käufer. Das wäre das Wesentliche über den E-Book-Markt. Der E-Book-Markt, wie gesagt, hat sich etabliert, entwickelt sich erfreulich. Und wir beobachten das mit großem Interesse und jedes verkaufte Buch ist immer ein erfreuliches Buch, egal in welcher Darreichungsform. Dankeschön. Ja, vielen Dank auch Ihnen, Herr Heinrich. So, jetzt haben wir Sie mit ganz schön vielen Zahlen versorgt. Jetzt haben Sie, liebe Journalistinnen und Journalisten, hier die Gelegenheit, auch Fragen zu stellen. Wir haben ja ein Mikrofon, wo ich Sie bitte, dann reinzusprechen, damit auch im Livestream alle hören, was Sie fragen. Und sagen Sie bitte auch dazu Ihren Namen und für welches Medium Sie berichten. Herr Giersberg. Ja, Giersberg, FAZ. Ich habe 4 Fragen. Einmal eine Frage zu den Sachbüchern, die ja ganz gut gelaufen sind. Herr Riedmüller, können Sie da vielleicht noch mal mehr inhaltlich sagen? Waren das zur Debattenkultur, waren das politische Sachbücher oder waren das Sachbücher, das Gefühl der Bäume oder irgend sowas? Was lief da im letzten Jahr gut? Das Zweite ist, Sie haben gesagt, ich glaube, Herr Skipis, im letzten Jahr hatten Sie 300.000 Leser wieder zurückgewonnen oder Buchkäufer, sagen wir mal, zurückgewonnen. Der Umsatz ist aber nicht gestiegen. Der ist plus minus null ausgegangen gegenüber dem Vorjahr. Woran lag das? Weil die Preise zurückgegangen sind, weil niedrigpreisigere Bücher gekauft worden sind? Oder wie ist das zu erklären? Heinrich, die E-Books, Sie hatten den Tolino schon erwähnt. Können Sie das noch ein bisschen konkretisieren? Wie ist das Verhältnis Tolino, Kindle oder so? Wie hat sich das entwickelt? Und die 4. Frage, letzte, ist noch zum Onlinehandel.
Der hat ja zugelegt und Sie, Herr Riedmüller, haben betont, dass das nicht nur Amazon ist, sondern auch die Online-Verkäufe der Buchhändler. Können Sie dazu noch mal was sagen? Denn von den 1,78 Milliarden ist ja 1,3 Milliarden schon Amazon. Können Sie mal sagen, wie sich der Online-Handel bei Ihnen oder bei den stationären Buchhändlern entwickelt hat? Ja, dann fange ich vielleicht gerade mit den Sachbüchern an, weil Sie mich da direkt angesprochen haben. Es sind natürlich vor allem die Debattenbücher im letzten Jahr. Sie wissen, dass USA eine große Rolle gespielt hat, Trump eine große Rolle gespielt hat. Da sind auch ganz irritable Bestseller auf dem Markt gewesen. Auch die Biografie von Michelle Obama spielt in diesem Bereich eine große Rolle. Natürlich auch veränderte Lebensgefühle, die sich dann niederschlagen in Gesundheitsbüchern und Wohlleben-Büchern. Das haben Sie ja auch so anklingen lassen. Aber wir sehen schon, dass die politischen Bücher eine große Rolle spielen. Wenn ich vielleicht gerade, wenn ich hier das Wort habe, gleich auch Ihre zweite Frage beantworten kann, nämlich zum Online-Handel. Der ja deutlich nochmal zugenommen hat. Ich kann da aus meiner Erfahrung, auch aus der Erfahrung von vielen anderen Buchhändlern berichten, wir wachsen im Online-Bereich immer noch zweistellig. Also ich bin in meiner Firma, hochinteressant ist, dass das Versenden von Büchern nicht mehr so stark ansteigt wie das Abholen von Büchern. Also gerade dieses Click und Collect, ich orientiere mich im Internet, ich schaue dort nach, ich bestelle bei meinem lokalen Buchhändler und hole das Buch dann in der Buchhandlung ab. Also wir haben in unserer Buchhandlung extrem starke Steigerungsrate hier zu verzeichnen. Ich weiß es von anderen großen Buchhandlungen auch, dass der Bereich sehr wächst. Und da ist der Buchhandel, der stationäre Buchhandel ja eigentlich Schrittmacher im Einzelhandel insgesamt. Wir sind ja diejenigen in der Branche im Einzelhandel, die als Erste den Onlinehandel aufgenommen haben. Hängt eben auch damit zusammen, dass Amazon zuerst mit Büchern gehandelt hat. Und wir haben uns ja sehr frühzeitig und jetzt auch schon sehr lange auf diese Situation einstellen können und sind schon, wenn man sich mit anderen Einzelhändlern unterhält, aus der Modebranche oder Schuhbranche, schon im Grunde genommen Schrittmacher dieser Entwicklung. Und viele gucken da sehr neidisch auf den Buchhandel, wie es ihm gelungen ist, hier Geschäftsmodelle ins stationäre Sortiment auch mit zu übertragen. Ja, und zu Ihrer Frage, oder? Ja, genau. Zu Ihrer Frage, 300.000 Buchkäufer mehr, aber trotzdem nur plus minus null, muss man sagen, dass wir im letzten Jahr noch einen Absatzrückgang von 1,4% hatten. Das heißt also, die Anzahl der Bücher, die gekauft worden ist, es ist gesunken. Und das wird jetzt gerade kompensiert durch die Mehrkäufern und durch die erhöhten Preise. Die Preise sind im letzten Jahr, beziehungsweise die Preise der gekauften Bücher sind im letzten Jahr um 1,4% gestiegen. Das kann sein, dass die Käufer sich dann eher für höherpreisige Bücher entschieden haben, kann aber zum Teil auch mit Preissteigerungen zu tun haben. Sie hatten mich direkt darauf angesprochen wegen dem Tolino. Marktanteile zu besprechen wäre reine Spekulation. Natürlich ist es so, dass alle Amazon-Kunden eine gewisse Affinität zum Amazon-Produkt haben, aber man merkt auch, dass die Sichtbarkeit und die Präsenz des Tolinos im breiten Sortiment doch dazu führt, dass der Tolino sich durchsetzt und dann eben auch durch den Buchhändler proaktiv für den Tolino natürlich im stationären Sortiment Bücher verkauft werden. Man kann jetzt nicht sagen, welches Produkt eine größere Marktdurchdringung hat, aber ich denke mal, die zwei haben sich als die Spitzenprodukte etabliert. Gerne nehmen wir weitere Fragen an. Eva Kraftschek von dpa. Ich habe zum einen eine Frage zurück zu den Lesern, zu der Suche nach den Lesern. Welche Rolle spielen neben den klassischen Werbemaßnahmen im Buchhandel die Online-Aktion? Es gibt ja verschiedene Plattformen, die zum Beispiel mit Bloggern, mit Buchhändlern, mit Lehrern, mit Rezensenten zusammenarbeiten, um Buchbesprechungen schon mal vorher frei zu streuen. Es gibt auch Verlage, die das machen. Ist das ein Feld, das zunimmt? Und im klassischen Buchhandel, welche Rolle spielt die Größe, wenn es zum Beispiel darum geht, Lesungen zu organisieren,
zusätzliche Attraktionen für Leser zu schaffen. Das muss ja nicht immer die Yoga sein. Dass kleinere Buchhandlungen vielleicht gar nicht so die Fläche haben. Sehen Sie da eine Aufsplitterung im Erfolg dieses Werben zum Leser? Also zu der ersten Frage, das hat ganz erheblich zugenommen. Das ist ja eines der Ergebnisse der Studie, dass wir verstanden haben, dass wir Kunden anders ansprechen müssen. Das ist eben eine Veränderung in der Gesellschaft und das hat offensichtlich schon sehr gut funktioniert. Es gibt viele Beispiele dafür, was Buchhandlungen vor allen Dingen gemacht haben, eben nicht nur online die Menschen angesprochen haben, sondern auch in Blogs aufgetreten sind und. Also das hat offensichtlich schon zu dem Erfolg beigetragen. Die andere Frage mit der Größe der Lesungen bzw. Größe der Buchhandlungen. Natürlich ist, wenn man eine große Lesung macht, der Platz erforderlich. Aber es sieht im Moment auf dem Markt so aus, dass eher die mittleren Buchhandlungen, die kleineren oder mittleren Buchhandlungen einen größeren Erfolg haben, weil offensichtlich die Übersichtlichkeit in solchen Läden groß ist. Und das war einer der Punkte auch in der Untersuchung, dass die Orientierung für die Menschen so schwierig ist. Also ich kann mich noch sehr lebhaft erinnern, dass eine oder sogar zwei der Befragten gesagt hat, ich komme dann in diese große Buchhandlung rein und bin völlig erschlagen von dem Angebot. Und ich glaube, das kennen wir auch von unseren anderen Einkäufen. Wenn wir in einem Geschäft sind, in einem Supermarkt und dann vor dem Marmeladenregal stehen, das ungefähr 10 Meter lang ist, da verliert man schon fast die Lust, sich da eine auszusuchen. Und das sind, also das ist, denke ich, auch ein Grund dafür. Aber für die Größe der Lesung, da sind natürlich die Buchhandlungen sehr flexibel. Wenn Sie große Nachfrage haben, haben Sie die Möglichkeit, in der im örtlichen Raum sich Räume zu suchen, in denen eben größere Lesungen stattfinden können. Und ich glaube eben, dass wir damit, und da komme ich nochmal zum Sachbuchpreis, auf den Sachbuchpreis zu sprechen, der ja relevante gesellschaftliche Themen auszeichnet. Das heißt nicht nur politische Themen, sondern das kann durchaus auch irgendetwas aus der Naturwissenschaft sein, das aber einen hohen Impact für unsere Diskussion hat oder haben sollte. Und dass diese Themen dann über die Buchhandlungen transportiert werden, glaube ich, das wird sicherlich eine große Stärkung der Debattenkultur in Deutschland werden. Danke. Hier in der letzten Reihe gibt es eine Frage. Brigitte Scholtes, Deutschlandfunk. Ich komme über das Thema Orientierung bieten auf diese, es gibt ja die ein oder andere neue App, ich denke an Blinkist, die versuchen Orientierung zu bieten, indem sie eben den Lesern innerhalb einer Viertelstunde versprechen, ein Buch zu erschließen. Sehen Sie das als Risiko oder als Gefahr für sich oder eher als Anreiz dafür, um dann eben doch wieder mehr Bücher zu verkaufen? Weil in unserer schnelllebigen Zeit könnte dann ja auch mit der Viertelstunde Lesen ein Buch abgehakt sein und Ihrem Geschäft nachhaltig schaden. Also wir haben ja ein Anliegen als Branche. Wir möchten gerne Inhalte zu den Menschen bringen, weil wir schon überzeugt sind, dass wir damit auch einen Beitrag zum Gelingen einer freien Gesellschaft leisten können. Und das betrifft nicht nur jetzt politische Bücher, sondern das betrifft auch Unterhaltung. Und insofern ist es uns natürlich recht, so schnell oder so viel wie möglich Inhalte zu den Menschen zu bringen. Und da sehe ich da keine große Konkurrenz. Denn wenn man glaubt, sich in einer Viertelstunde ein Buch erschließen zu können, ist der Lesegenuss, den man hat, wenn man ein ganzes Buch liest, natürlich dabei auf der Strecke geblieben. Also insofern finde ich solche Applikationen wunderbar, weil sie letztendlich den Nutzer dann zum Buch führen werden. Also keine Angst und keine Gefahr, sondern eher Chance. Gibt es weitere Fragen? Gerade nicht. Ja, wenn das so ist, dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, bedanke mich beim Podium, bedanke mich bei Ihnen, dass Sie da waren und auch bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern, dass Sie mit dabei waren und eingeschaltet haben. Sie finden, wie gesagt, alle Unterlagen in Kürze auf unserer Webseite www.börsenverein.de/buchmarkt2018 und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Dankeschön.